Dankeschön. Also freue mich sehr, dass ich da sein darf und freue mich auch tatsächlich, dass es mit der Bahnfahrt geklappt hat. Man freut sich ja wirklich jedes Mal, wenn man noch ankommt. Vorneweg Disclaimer, drei Sachen muss ich sagen. Also meinen Talk werde ich jetzt auf Deutsch bringen. Nicht, weil ich kein Englisch spreche, sondern weil ich in der Kürze der Zeit jetzt einfach die Slides nicht auf Englisch bekommen hätte und ohne macht es wenig Sinn. Zweitens, anders als in Sebastians Talk, ich werde keinen Code zeigen. Ja? Sorry, für wen das jetzt irgendwie ein Ausschlusskriterium ist. Ich gehe. Ja. Es sei dir gegönnt, ja. Und das Dritte ist, ich mache keine PowerPoints. So, das ist auch zum Entsetzen einiger. Ich habe ein Miro-Board mitgebracht und dieser QR-Code, den ihr seht, ich mache den auch gleich noch ein bisschen größer, der führt euch auf dieses Miro-Board. Das bleibt auch immer offen. Dieses Miro-Board, da habe ich die ganzen Infos draufgepackt, die ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht auf der Tonspur rüberbringen will. Das heißt also, weiterführende Infos zum Nachrecherchieren oder einfach noch ein bisschen tiefer in das Thema mit rein, könnt ihr gerne nachher abfotografieren und dann das Board euch später angucken, teilen, wie ihr mögt. Genau, das ist unser Thema, im Prinzip gut. Fehlerbewusstsein bei der Architekturarbeit, also der Titel deutet es an, es geht um Prinzipien, es geht um Fehlerbewusstsein, was das miteinander zu tun hat, da möchte ich ein bisschen drüber sprechen jetzt. Das bin ich, Tom Asel. Gerrit hat es eben schon gesagt, ich komme aus Südhessen. Wenn ich nicht Softwareentwicklung mache, dann stehe ich in unserem FabLab, das heißt, ich beschäftige mich gerne mit 3D-Druck und mit Lasercutting, was wieder ersetzlich viel mit Softwareentwicklung zu tun hat, also der Kreis schließt sich dann ganz schnell. Ich arbeite für Tangible Concepts. Wir sind ein kleines Unternehmen mit dem Fokus auf agile Architekturarbeit. Unser Slogan ist, wir machen es greifbar, wir versuchen die Methodik und die Praxis entsprechend zu verbinden. Und ich mache häufig so Sachen wie Architekturreviews oder halt eben Architekturberatung, gehe in Projekte mit rein. Und oftmals geht es um so Fragestellungen, die gar nicht technisch sind, sondern sowas wie zum Beispiel, nein, wie können wir eine Fehlerkultur entwickeln? Und so ist der Talk auch entstanden. Ja? Also herzlich willkommen, Fehlerbewusstsein bei der Architekturarbeit und ich werde darüber sprechen, wie wir Prinzipien einsetzen können, werde einen Ansatz vorstellen, der sich Continuous Architecture nennt und der auf Prinzipien beruht. Okay, ja, jetzt mal vorneweg, also Prinzipien ist ja mal nichts Neues, das ist vor allem auch kein Hype-Thema, ja? Das ist nicht irgendwas, wo jetzt alle losrennen und sagen, hurra, das wollen wir jetzt auch machen, das ist irgendwie das nächste coole Ding, das ist was wir schon lange kennen. Ja, also so ein Prinzip seit Kindertagen, was ihr alle kennt, ist bei Rot stehen, bei Grün gehen. Ja, haben wir alle mal gelernt, eine Ampel. So. Das Tolle an so einem Prinzip ist, wenn wir uns darauf mal geeinigt haben, dann gilt das erstmal. Das heißt, das gilt an dieser Ampel, das gilt auch bei der nächsten Ampel. Und dieses Prinzip, das haben wir verinnerlicht, das erzählen wir auch unseren Kindern. Ja, das hat sich zu kodifiziertem Wissen entwickelt, weil es eben nützlich war und weil es gezeigt hat, dass es uns was bringt. Und so ist es mit allen Prinzipien. Also das ist erstmal etwas, was uns dabei helfen soll, als Grundsatz irgendwie Entscheidungen zu treffen. Es nimmt uns die Entscheidungen nicht ab. Es gibt keine Antworten vorneweg, aber es hilft uns dabei, Antworten zu finden, indem es uns ein Stück weit leitet. Prinzipien sind Grundsätze, die, wenn wir uns mal darauf verständigt haben, dauerhaft gelten. Aber Prinzipien sind nicht allgemeingültig. Das ist so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ein Prinzip, das in einem Kontext sinnvoll ist, muss nicht auch in einem anderen Kontext ebenfalls Gültigkeit besitzen. Ne? Und wenn ihr euch jetzt mal diese ganzen Prinzipien hier auf der rechten Seite anguckt, das sind also alles Dinge aus unserer Domäne, aus der Softwareentwicklung, die haben wir auch alle mal irgendwie gehört, aber die sind unterschiedlich wertvoll, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege oder vielleicht sogar nicht das Richtige für den jeweiligen Kontext. Wir müssen uns also überlegen, welche Prinzipien wollen wir nutzen und welche Praktiken nutzen wir, um diese Prinzipien umzusetzen. Also die Anwendung von einem Prinzip nennen wir eine Praktik und im Folgenden soll es darum gehen, mit Prinzipien zu arbeiten und die richtigen Praktiken zu identifizieren, die wir brauchen für unseren jeweiligen Kontext und für unsere Arbeit. Ja, also das mal so vorneweg, ne? Und das könnte man ja eigentlich sagen, vorhin hatten wir so eine Diskussion gehabt über KI und ChatGPT, also eigentlich werden wir doch wahrscheinlich super gute Softwareentwickler, wenn wir einfach ChatGPT fragen, was sind die 100 wichtigsten Prinzipien, dann kriegen wir so eine Liste und dann schaffen wir uns die einfach alle drauf. Und wenden die in Zukunft an, dann machen wir ja alles richtig. Ne? Offensichtlich nicht so, das würden wir nicht so, ne? Also das würden wir das alle so machen, dann hätten wir weniger Probleme. Also es kommt ganz extrem darauf an, dass wir uns bewusst machen, welche Prinzipien wollen wir nutzen, welche Prinzipien brauchen wir und welche Praktiken leiten wir ab. Und da gibt es ein wunderschönes Zitat von Sam Newman, also die Microservice-Fans von euch, die werden ihn kennen, in seinem Buch Building Microservices, da sagt er das: Architekten sind für viele Dinge verantwortlich. Wir müssen sicherstellen, dass es eine Reihe von Prinzipien gibt, die die Entwicklung leiten und dass diese Prinzipien mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmen.
Sie müssen auch dafür sorgen, dass diese Grundsätze keine Praktiken erfordern, die die Entwickler unglücklich machen. Normalerweise lese ich so große Textblöcke nicht vor. In dem Fall mache ich es mal, weil in diesem Zitat so viel drinsteckt. Naja, das muss man sich mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Also erstmal, dass die Attribution dabei, also wer ist für was verantwortlich? Hier geht es um Architekten. Ich würde es ein bisschen weiter greifen und sagen, Architekturschaffende. Also es muss nicht an der Position des Architekten oder der Architektin hängen. Wir wollen ja eigentlich architekturfähige Teams haben, wo die Architekturverantwortung geteilt wird von mehreren Leuten. Ne? Und sobald wir für Architekturen verantwortlich sind, sollten wir uns auch darum kümmern, dass es Prinzipien gibt, die uns dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Die sollen uns leiten. Und dass es Prinzipien gibt, heißt ganz wichtig, einen Rahmen schaffen. Das heißt, nicht der oder die Architekten gehen her und sagen, das sind eure Prinzipien, nach denen arbeitet ihr jetzt. Sondern wir müssen diese Prinzipien erstmal finden, aufstellen und dann einen Rahmen schaffen, der es uns auch ermöglicht, diesen Prinzipien zu folgen. Also nicht einfach nur machen, was andere gesagt haben. Denn damit ist man meistens sehr unglücklich, wenn man ein Prinzip befolgen soll, das man nicht versteht oder das man vielleicht sogar ablehnt. Das heißt also, da geht es auch ein Stück weit um Psychological Safety. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ja, natürlich muss das, was wir tun, auch immer irgendwie zu dem höheren Zweck passen, also der Geschäftsstrategie. Also die Software, die wir entwickeln, die ist ja in den meisten Fällen hoffentlich kein Selbstzweck, sondern wir wollen was damit erreichen. Und die Prinzipien, die sollen uns helfen, dieses höhere Ziel zu erreichen. Aber nochmal, Prinzipien geben uns halt keine Antworten von sich aus. Die sollen uns dabei helfen, dass wir selbst Antworten geben können. Okay. Ja, was wir erreichen wollen, ist, dass wir ein Fehlerbewusstsein schaffen. Das ist erstmal ein Mindset. Es gibt diesen Begriff, das Fail Forward. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Fail Forward bedeutet, dass wir eine Mentalität aufgreifen, bei der wir Fehler, wenn sie auftreten, halt eben nicht nur verdammen, sondern immer als eine Chance sehen, etwas besser zu machen, eine Lernchance draus sehen. Und dafür muss man was tun. Das heißt, wir müssen proaktiv bei unserer Architekturarbeit dafür sorgen, dass wenn Fehler auftreten, wir zum Beispiel genug Informationen haben, um sie dann auch analysieren zu können. Also nur so können wir uns verbessern. Nur so können wir auch rausfinden, was können wir beim nächsten Mal anders oder besser machen. Da muss man was dafür tun. Also so eine Fail-Forward-Mentalität, die gibt es nicht kostenlos, man muss was machen dafür. Ja? Auf der kulturellen Ebene, aber halt eben auch bei der Architekturarbeit. Und auch da ist es ganz wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, bei dem sich alle sicher fühlen können. Derjenige, der den starken Verdacht hat, wir haben hier ein Problem, der muss es benennen können, ohne dass mit dem Finger auf ihn gezeigt wird. Aber noch viel wichtiger, jeder im Raum muss wissen, wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich nicht am Pranger. Ja? Dann haben wir eine Kultur, die das auffängt und bei der wir alle dann versuchen, es besser zu machen und nicht nur rauszuzeigen, okay, du hast jetzt genau diesen Fehler gemacht. Ich habe es extra auf den leeren Platz gezeigt, damit, damit das sicher ist. Okay, ja, nochmal zum Thema Prinzipien, hoppla, da wollte ich hin. Was sind denn Prinzipien jetzt genauer? Ja, also die geben keine Antworten, das habe ich schon gesagt. Und ich finde diese Metapher sehr schön, dass es Leitsterne sind. Die sollen uns Orientierung geben. Ja. Das Tolle ist, wenn wir es schaffen, einen Satz von Prinzipien zu finden, auf den wir uns in einem größeren Kontext einigen können, wo mehrere Teams nach den gleichen Prinzipien arbeiten und entwickeln, dann werden die auch Entscheidungen treffen, die gut zueinander passen. Ja, das heißt also, die Entscheidungen über die Teamgrenzen hinweg, die sind dann besser und konsistenter, auch ohne großen Kommunikationsaufwand. Das ist so eine große Stärke davon, wenn wir es wirklich schaffen, mit Prinzipien zu arbeiten. Ja, das heißt also nicht nur sagen, so, wir hängen da jetzt ein Schild hin, das sind unsere fünf wichtigsten Prinzipien, sondern wirklich uns fragen, nach welchen Prinzipien wollen wir arbeiten. Denn alles, was wir im Prinzip entscheiden können, müssen wir nicht immer wieder im Detail diskutieren. Ich bin mir sicher, die meisten haben solche Erfahrungen schon mal gemacht, dass man immer wieder die gleichen Fragestellungen durchkauen muss. Wenn wir es schaffen, im Prinzip zu entscheiden, dann nehmen wir uns ganz viel von diesem Overhead weg. Ja, und hier ist mal ein konkretes Beispiel, wie so ein Prinzip, was kontextspezifisch für ein Team aufgestellt wurde, aussehen kann. Deployments und Releases sind stets entkoppelt. Also da merkt man, das sagt jetzt noch nicht, wie man das macht. Das hilft aber, Fragestellungen aus diesem Kontext in eine gewisse Richtung zu leiten. Ja? Okay. Woher kommt das Ganze? Also ich hatte ja jetzt schon gesagt, es gibt diesen Ansatz namens Continuous Architecture und der hat seinen Ursprung in diesen beiden Büchern. Das untere ist das ältere, ich glaube 2015 erschienen. Das Bemerkenswerte an diesen Büchern finde ich als allererstes mal, dass die zumindest im deutschsprachigen Raum kaum Beachtung gefunden haben. Ich bin da durch Zufall mal drüber gestolpert und habe das gelesen und dachte so, wow.
Also nicht, weil irgendwie alles, was da drin steht, komplett neu wäre, ist es eigentlich nicht, sondern genau das Gegenteil. Das sind alles Sachen, die man eigentlich schon kennt, aber so zusammengedampft und so auf einen Nenner gebracht, dass es wirklich nochmal eine neue Sichtweise eröffnet. Und die Sichtweise, um die es hier geht, ist, dass es einen Satz von 6 Prinzipien gibt, die sind relativ leicht verständlich, wir werden sie uns gleich angucken, die einem dabei helfen, die Praktiken, die Methoden, die Heuristiken zu identifizieren, die im eigenen Kontext sinnvoll sind und damit dann den Werkzeugkasten zu packen, der für einen hilfreich ist. Ja? Das ist mein Werkzeugkasten, den ihr da jetzt seht. So, vielleicht sieht er ein bisschen komisch aus, es sind Sachen drin, die ihr nicht kennt, das ist auch okay, das ist nämlich meiner, dem arbeite ich. Ja? Die Frage, die man sich stellen muss, welche Praktiken, welche Werkzeuge sind für euch relevant, lasst euch von Prinzipien leiten, um die entsprechend zu identifizieren. Ja, gucken wir uns mal an. Das sind die 6 Prinzipien aus Continuous Architecture. Der große Rahmen ist da die agile Architekturarbeit, aber letztlich können wir die immer in der Softwareentwicklung anwenden. Also auch wenn wir mal so das Wort agil, das ist zum Teil auch ein bisschen verbrannt, mal weglassen. Ja. Ich werde jetzt nicht einzeln vorlesen, aber wir werden sie der Reihe nach durchgehen. Wir fangen mit diesem ersten Prinzip an. Da geht es darum, dass wir Produkte entwerfen, statt nur Lösungen für ein einzelnes Projekt zu liefern. Worum geht es da? Stellen wir uns mal die Frage, wie werden denn in Projekten eigentlich Entscheidungen getroffen? Also gerade Architekturentscheidungen, die haben ja so die Eigenschaft, dass sie schwer zu ändern sind hinten raus. Also Architekturentscheidungen sind ja gerade die Dinge, die langlebig sind und die im Nachhinein oftmals sehr teuer oder sehr schwierig zu ändern sind. Die wirken auch noch nach, wenn das Projekt, in dem sie getroffen wurden, längst beendet ist. Ja, also es gab irgendwann diesen magischen Zeitpunkt, Ende des Projekts, Champagnerflasche auf, die Sektflöten klingen, hurra, wir haben es geschafft. 3 Jahre später sind aber die Entscheidungen, die wir in diesem Projekt getroffen haben, noch wirksam. Und da gibt es Trade-offs. Ja, oftmals machen wir in unseren Projekten Trade-offs zwischen Architekturzielen und Projektzielen. Die können nicht, sich nämlich entgegenstehen. Ja, wir wollen zwar das Gleiche erreichen, aber irgendwie können diese Ziele auch miteinander konkurrieren. Und das ist ein Problem. Kann man sich ein bisschen inspirieren lassen von der Produktentwicklung. Ne? Also das ist erstmal nichts fundamental anderes, aber es gibt so ein Product Mindset, das vielleicht ein bisschen besser passen kann. Was ist denn der Unterschied? Projekte haben einen klar definierten Anfangszeitpunkt und einen Endzeitpunkt. Ja, das Ziel bei einem Projekt ist immer, dass wir on time, in budget etwas liefern, was zu Projektbeginn definiert wird. Ja, also zu Projektbeginn sagt man, am Ende hätten wir gerne folgenden Umfang an Funktionen oder folgendes Ding umgesetzt. Die Produktentwicklung funktioniert ähnlich, aber reicht noch weiter hinaus. Bei einer Produktentwicklung müssen wir uns bewusst machen, dass wir immer noch dafür verantwortlich sind, wenn dieses Ding schon am Markt ist. Also wenn das Projekt, was zur Markteinführung geführt hat, längst abgeschlossen ist. Ein Produkt, das über 2 Jahre entwickelt wird, wird nur dann am Markt erfolgreich sein, wenn es zu diesem Zeitpunkt auch noch gewünscht ist vom Kunden. Kundenzentrierung ist in der Produktentwicklung ein ganz, ganz wichtiges Ding, was wir in Projekten oftmals vernachlässigen. Wenn ihr in solchen Settings unterwegs seid, legt den Finger in die Wunde und versucht eine kundenspezifische, nutzerspezifische Perspektive einzunehmen. Auf dem Miro-Board, was ich vorhin schon angesprochen hatte, habe ich noch ein paar weiterführende Infos draufgebracht. Also man kann so wunderbar so dieses klassische IT-Department gegenüberhalten gegen der Produktentwicklung und findet dann so ein paar ganz signifikante Unterschiede. Ja, die habe ich da mal aufgeführt. Einen möchte ich einfach mal nur rausgreifen. In so einem klassischen IT-Department, wo man Software für den internen Gebrauch im Unternehmen oder im Konzern entwickelt, wer sind denn da die Kunden? Das sind unsere Kollegen, Mitarbeiter, die haben gar keine Wahl. Also die können gar nicht sagen, dieses Produkt gefällt mir nicht, ich nehme die Konkurrenz, die müssen das nehmen. Und das fließt in die Projektarbeit oftmals mit ein und lässt diese Nutzerzentrierung dann vermissen. Ja, wir können uns von der Produktentwicklung inspirieren lassen, um dann auch gewisse Fehlersituationen zu vermeiden, die unweigerlich dadurch entstehen. Gucken wir uns mal an, was das sein kann. Das eine hatte ich schon angesprochen, das sind diese Trade-offs zwischen den Architektur- und den Projektzielen. Ja, also zum Beispiel das klassische Ding, wir opfern ein Qualitätsziel unserer Architektur, um ein Projektziel wie zum Beispiel die Termineinhaltung zu gewährleisten. Wir haben dann auch einen Namen dafür, wir nennen sowas dann technische Schulden. Das Item bekommt ein Label, kommt ins Backlog und bleibt dafür alle Zeiten. Das löst aber kein Problem. Ja, das macht es vielleicht sogar nur schlimmer. Das nächste Ding, und da werden wir auch nachher bei einem anderen Prinzip noch drüber sprechen, ist, zum Beginn eines Projekts haben wir nur ein lückenhaftes Wissen über den Gesamtkontext. Wir lernen über den Zeitraum des Projektverlaufs etwas. Bei der Produktentwicklung ist klar, wir müssen zum Zeitpunkt der Markteinführung das liefern, was der Markt möchte. Nicht das, was ganz am Anfang mal festgelegt wurde. In Projekten vernachlässigen wir das oftmals.
Bei der Produktentwicklung hat man zum Beispiel die Kosten über die gesamte Zeit sehr viel stärker im Blick. Also ich werde eher eine Terminverschiebung für eine Markteinführung in Kauf nehmen, als mit signifikanten Mängeln ein Produkt auf den Markt werfen, was dann zum Beispiel eine Rückrufaktion bedeutet. Denn das ist bestimmt nochmal teurer als eine Terminverschiebung. Ich habe das oftmals so kennengelernt, die Termine sind unverhandelbar und eher opfern wir alle anderen Qualitätsziele. Aber das mag vielleicht auch nur an der Bubble liegen, in der ich mich bewegt habe. Ich sehe da so ein bisschen Schmunzeln bei dem einen oder anderen. Ich glaube, ich bin doch nicht ganz allein. Okay, kommen wir mal zum zweiten Prinzip. Das hat nämlich auch gerade mit Qualität sehr viel zu tun. Da geht es darum, dass wir den Fokus auf die Qualitätsmerkmale legen und nicht auf die funktionalen Anforderungen. Was ist denn damit gemeint? Qualitätsmerkmale und Qualitätsziele, die beschreiben die Eigenschaften, die unsere Systeme haben müssen, damit sie ihre Funktion erbringen können. Das heißt, die beschreiben, wie sie das machen sollen. Und diese Qualitätsmerkmale und Qualitätsziele, die beeinflussen unsere Architekturentscheidungen sehr viel mehr als die funktionalen Anforderungen. Eine Funktion umsetzen zu können, ja, da gibt es 1000 Möglichkeiten, die sich auf die Architektur vermutlich nicht allzu stark auswirken werden. Aber wenn wir halt eben nicht funktionale Aspekte haben, Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit oder die Resilienz eines Systems allgemein betreffend, die haben einen sehr viel größeren Impact auf die Architektur. Das heißt also, wir müssen unsere Qualitätsziele kennen, wir müssen wissen, welche Qualitätsmerkmale davon abhängen, denn das ist ein ganz wichtiger Faktor bei den Entscheidungen, die wir treffen werden. Und das Paradoxe ist, dass diese Qualitätsmerkmale oftmals völlig unzureichend beschrieben sind. Ja? Ist eigentlich verrückt. Es gibt diesen Begriff des Qualitätsbaums. Da geht es darum, dass wir die Qualitätsmerkmale auffächern, also die sind vielleicht hierarchisch strukturiert, uns bewusst machen, welche Qualitätsmerkmale erfordern welche Tätigkeiten, was müssen wir tun, damit wir das erreichen können. Daraus wird so eine baumartige Struktur. Also diejenigen, die so eine ISACOB Foundation Zertifizierung mal irgendwie durchgemacht haben, die kennen das, da wird man sehr viel damit konfrontiert, vielleicht auch gequält, aber zu Recht, weil wir halt eben in der Praxis oftmals sehen, dass genau diese Arbeit nicht passiert. Wir brauchen das aber, damit unsere Architekturen bewertbar sind, vergleichbar werden, und zwar zu einem frühen Zeitpunkt. Qualitätsbaum, eine wirklich wichtige Sache, aber das, was man dann in der freien Wildbahn oftmals sieht, das ist dann sowas da, so ein völlig verkümmertes Ding, was einem leid tut, wenn man es anguckt. Also dieser Baum hat zu wenig Pflege erhalten. Das Beispiel hier neben, das habe ich aus dem realen Projekt mal rauskopiert. Ich nenne die Verantwortlichen jetzt nicht, Thema Psychological Safety, aber solche Sachen sieht man eben immer wieder. Ich greife jetzt mal einfach eins von diesen Dingern hier raus. Also der Aspekt Wartbarkeit wird hier beschrieben, mit Weiterentwicklung und Pflege müssen einfach und günstig gewährleistet werden. Welchen Mehrwert hat das? Also wer würde dem denn widersprechen? Ja, das hat überhaupt... Diese Diskussion möchte ich wirklich sehr gerne mit dir nachher führen. Sowas sehen wir leider sehr, sehr häufig. Kennt ihr vielleicht auch aus Projekten. Ja? Legt den Finger in die Wunde, wenn ihr sowas seht. Ich habe so eine These, warum so verkümmerte Qualitätsbäume existieren. Also niemand möchte sich ja wirklich nachsagen lassen, dass er schlecht dokumentiert oder gerade seine Architekturdokumentation schleifen lässt. Und natürlich setzen wir da alle Templates ein, wie ARC42, tolle Sache. Und im ARC42-Template gibt es ein Kapitel 10, da wird ein Qualitätsbaum erwartet. Und wenn wir dann halt sowieso gerade mal die Dokumentation nachholen, weil gemacht haben wir sehr ähnlich während des Projekts, dann will ich mir nicht die Blöße geben, dass dieses Ding auch noch leer bleibt. Also holt sich da mal schnell sowas hin. Aber ganz ehrlich, die 3 Minuten hätte ich mir dann auch sparen können, weil das hilft keinem. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sowas verwirrt sehr viel mehr. Hier wird Qualitätsarbeit simuliert. Das schafft einen falschen Eindruck. Was wir eigentlich damit aussagen, ist, Qualität hat in diesem Projekt keinen Wert. Das ist das eigentlich Wichtige und das sollte man wissen. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Warum hacke ich da so drauf rum? Also was ist denn das Problem, wenn wir so einen Qualitätsbaum nicht haben? Ist es nicht einfach nur so ein Formalismus, nice to have, aber wir hatten halt keine Zeit, das zu machen? Naja, wenn wir unsere Qualitätsziele nicht kennen, wenn wir sie noch nicht mal beschreiben können, wenn wir nicht wissen, welche Qualitätsmerkmale für uns wichtig sind, woher wissen wir denn dann, wenn wir fertig sind? Also wann ist es denn gut genug, dass wir aufhören können? Oder wie können wir denn überhaupt irgendwie feststellen, was ist das Delta zwischen dem Ist und dem Soll? Die Qualitätsmerkmale, die Qualitätsziele sind die Dinge, die wir ranziehen müssen, wenn wir Architekturentscheidungen treffen. Und genau deswegen können wir es uns nicht leisten, sowas nachzudokumentieren. Habe ich aber auch sehr oft erlebt, kennt ihr vielleicht auch. Also wann immer ihr in einem Setting unterwegs seid, wo es dann darum geht, okay, und jetzt am Ende vom Projekt dokumentieren wir dann gerade mal sowas nach, damit wir auch einen Qualitätsbaum haben, da ist vorneweg schon ganz fundamental viel schiefgelaufen. Da muss man die Frage stellen,
auf welcher Grundlage habt ihr denn Entscheidungen getroffen? Wenn wir das jetzt erstmal hinschreiben und das, was wir jetzt hinschreiben, ist es denn auch wirklich das, woran wir gedacht haben, als wir Entscheidungen getroffen haben? Also da wird es dann spannend. Ja? Ja, also wichtig, Fokus auf Qualitätsmerkmale legen bei der Architekturarbeit, viel wichtiger als die funktionalen Anforderungen an sich, weil diese Qualitätsmerkmale die Architekturentscheidung eben sehr viel stärker beeinflussen. Ja? Damit wir überhaupt in der Lage sind, Abweichungen als Fehler zu erkennen, wir haben Handlungsbedarf zu identifizieren, müssen unsere Qualitätsziele und unsere Merkmale entsprechend explizit formuliert sein. Ja, nicht nur irgendwie ganz vage, wir müssen wirklich wissen, wo wollen wir hin, was wollen wir machen. Eine Änderung zum späteren Zeitpunkt der Qualitätsziele ist immer mit wahnsinnig viel Aufwand, mit wahnsinnig viel Risiko belegt. Ja, bedeutet oftmals einen großen Umbau an der Architektur, Sachen, die man nicht gerne macht. Achtet darauf, ob ihr in euren Projekten, in euren Umsetzungsvorhaben diesen Smell entdeckt, Qualität nachdokumentieren. Also wann immer sowas auf den Tisch kommt, wisst ihr, hier ist vorneweg irgendwas grundsätzlich schiefgelaufen. Damit kommen wir mal zum dritten Prinzip. Entwurfsentscheidungen haben wir jetzt gerade schon mal angesprochen. Und im dritten Prinzip geht es darum, dass wir Entwurfsentscheidungen verschieben, bis sie absolut notwendig werden. Was ist das denn? Das ist ja völlig kontraintuitiv. Ja, also ein Prinzip, was wir ja alle auch als Kinder schon gelernt haben, ist ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Es heißt plötzlich, verschiebt eure Entscheidungen. Was ist damit gemeint? Naja, war so ein kleines Gedankenexperiment. Ja, also hinterher sind wir immer schlauer, sind wir uns einig. Ne? Also nachdem das Projekt beendet ist, wissen wir, was wir hätten besser machen können. Wie ist denn dieses Wissen entstanden? Also ist am letzten Tag des Projekts, dann wenn die Sektflöten irgendwie klingen, ja, ist da von 0 auf 100 auf einmal dieses Wissen da gewesen? Nee, das hat sich ja über die Zeit in dem Projekt aufgebaut, graduell, langsam. Ja. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt hatten wir mehr Wissen über den Kontext, ein besseres Verständnis der Anforderungen, besseres Verständnis der Rahmenbedingungen und der Einschränkungen, die daraus kommen. Aber paradoxerweise sind wir versucht, das ist nur menschlich, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt so viele Entscheidungen wie möglich zu treffen. Also Projekt startet, ja, diesen Reflex kennt der eine oder andere, ich habe den ganz stark, ich muss den immer wieder niederkämpfen. Ne? Jetzt legen wir erstmal Tech-Stack fest, die Idee, mit der wir arbeiten, ja? Jetzt legen wir mal fest, welche Plugins wir brauchen und. Ja? Jetzt gibt es natürlich Entscheidungen, die nicht so wehtun. Es gibt aber auch Entscheidungen, bei denen eine verfrühte Entscheidung zum Zeitpunkt, wo wir uninformiert sind, teuer werden kann, also suboptimal werden. Und darum geht es, dass wir gerade dann, wenn wir risikobehaftete Entscheidungen haben, dass wir die erstmal so weit verschieben, bis wir möglichst viel darüber gelernt haben und dann eine bessere, eine fundiertere Entscheidung treffen können. Das nennt man das Prinzip des letzten verantwortlichen Moments oder im Englischen Last Responsible Moment. Nicht alle Entscheidungen verschieben, sondern nur die, bei denen es gravierend ist, teuer wird, wenn wir eine suboptimale Entscheidung treffen. Das heißt, wir müssen erstmal selektieren, welche Entscheidungen sind das denn. Hoffentlich sind es nur wenige, nicht alle. Es geht nicht darum, dass wir alles nach hinten verschieben. Das wäre Prokrastination. Es geht darum, dass wir Entscheidungen, bei denen wir wissen, es gibt mehrere Optionen, dass wir die ein Stück nach hinten schieben und diese Zeit von jetzt bis zum Entscheidungszeitpunkt als Lernfenster nutzen. Und in diesem Lernfenster versuchen wir, so viel wie möglich rauszukriegen über die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Optionen, der jeweiligen Alternativen. Aus dem Last Responsible Moment wird ganz schnell ein Least Responsible Moment, das ist ein schmaler Grat, wenn wir diesen Entscheidungszeitpunkt verpassen, weil dann fallen uns ja Optionen weg. Wenn wir nicht mehr genug Zeit haben, hier die Alternative 1 umzusetzen, dann wird uns die Entscheidung abgenommen. Dann bleibt nur noch die Alternative 2. Das heißt, ein Stück der Herausforderung ist es, diesen Last Responsible Moment kommen zu sehen, Indikatoren zu identifizieren, die darauf hindeuten, dass der Entscheidungszeitpunkt bald ist. Manchmal ist es leichter, weil wir zum Beispiel was einkaufen wollen, da haben wir Angebotsfristen, da steht sogar drauf, bis zum gültig, ne, das ist ganz klar. Aber manchmal wissen wir das halt eben auch nicht, da müssen wir uns Gedanken machen, was sind denn Indikatoren dafür, dass wir jetzt bald diesen Entscheidungszeitpunkt haben. Da gibt es kein allgemeines Rezept dafür, das habe ich jetzt nicht dabei, ja? Da müssen wir in die Kristallkugel reingucken. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht alle Entscheidungen verschieben, sondern die, von denen wir wissen, es gibt mehrere Optionen, es gibt mehrere Alternativen. Wir machen ein Lernfenster auf, indem wir zum Beispiel ein Prototyping machen und dann, wenn wir mehr darüber wissen, eine fundiertere Entscheidung treffen. So eine Möglichkeit, wie man sowas gestalten kann, ist,
Man sagt ja irgendwie in der Architekturarbeit oftmals nach Abstraktion, wenn es damit nicht geht, noch eine Abstraktionsschicht drüber. Ja. In dem Fall ist es aber mal tatsächlich hilfreich, dass wir sagen, wir führen eine Abstraktionsschicht ein. Also aus dem BDD ein bekanntes Pattern, der Anti-Corruption Layer. Relativ einfach, wir haben hier irgendwie einen Service, der eine Funktion nutzen soll, und wie das jetzt umgesetzt werden soll, welchen Message Broker man jetzt hier verwenden möchte, das ist eine Entscheidung, die wir vielleicht nicht sofort jetzt treffen müssen. Ja, also vielleicht ist es eine gute Idee, das wegzuabstrahieren, einen Baustein zu schaffen, das ist dieser Messaging-Adapter, den man jetzt hier sieht, und hinter dem die konkrete technologische Entscheidung zu wegzukapseln. Das kommt nicht kostenlos. Also wir werden dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt an diesem Ding nochmal was ändern müssen. Dann wird halt irgendwie das von der Version 0.1 zur Version 1.0 und hinten dran steckt dann was anderes. Aber innerhalb dieses Lernfensters lernen wir dann die Sachen, die uns vorher vielleicht nicht klar sind. Frühzeitig die Sache machen, die am einfachsten umzusetzen ist, damit wir vorwärts kommen. Und so Fragestellungen hat man ganz oft. Also wir brauchen einen Message Broker, was machen wir da? Kafka, weil es alle machen. Ja. Kennt sich keiner mit aus? Fatal. Ja, also alles andere als selbsterklärend, alles andere als einfach zu betreiben. Ja, mit einem Pure JMS Broker ist vielleicht aber auch nicht irgendwie das ideale Ding, aber so, was machen wir jetzt? Diese Entscheidung nicht aus dem Bauch raus frühzeitig treffen, nicht das machen, was alle anderen machen, ja, sondern sich erstmal Zeit erkaufen, wegabstrahieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir mehr darüber wissen, eine fundierte Entscheidung treffen. Also Entwurfsentscheidungen verschieben, bis sie absolut notwendig sind. Das Prinzip des Last Responsible Moments, das gilt vor allem für diese schwer zurücknehmbaren, schwer zu revidierenden Entscheidungen, weil die eben immer ein ganz solides Fundament brauchen. Hatten wir vorhin schon mal gehabt, Projektparadox. Ja, also erforderliches Wissen haben wir halt eben nicht immer zu Anfang schon. Später wissen wir mehr, lasst uns das entsprechend nutzen. Diese Lernfenster, die müssen wir explizit schaffen. Da muss man was dafür tun, da muss man zum Beispiel ab und zu mal einen Projektleiter davon überzeugen, dass er dafür auch Budget hergibt. Ja, und die hören das gar nicht gern, wir wollen einen Prototypen machen. Was macht er dann damit? Wann geht das in Produktion? Ja nie, den werfen wir weg. Ja, den haben wir nur im Lernfenster, damit wir später keine noch schlimmeren, noch teureren Entscheidungen zurückrollen müssen. Denn das wäre halt eben, das würde passieren, wenn wir so ein Lernfenster entsprechend ungenutzt verstreichen lassen, dann kommen wir eher zu einer suboptimalen Entscheidung, zu einer schlechten Entscheidung. Viertes Prinzip, Architekturen für den Wandel. Untertitel hier, beweglich bleiben mit kleinen Bausteinen. Das verdient ein bisschen tiefere Betrachtung. Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Ich möchte euch mal bekannt machen mit der Dame hier auf der rechten Seite, die Rote Königin aus Alice im Wunderland. Oh, was ist das jetzt? Also wer Alice im Wunderland kennt, der weiß, es gibt diese Stelle, in der Alice irgendwann der Roten Königin begegnet und sich wundert, dass hier alles anders ist. Und die Rote Königin sagt zu ihr, hier im Wunderland, da musst du so schnell laufen, wie du nur kannst, einfach nur, um auf der Stelle stehen zu bleiben. Das ist das Wunderland. Interessanterweise, also diese Geschichte aus Alice im Wunderland ist Namensgeber für ein Prinzip aus der Evolutionsbiologie. Das Red-Queen-Paradoxon wird da verwendet, um zu beschreiben, dass Arten, die sich nicht konstant an Änderungen anpassen, in ihrem Lebensraum verdrängt werden. Das heißt nicht, dass die aussterben, das heißt aber, dass die ihre angestammte Rolle verlieren. Die wandern zum Beispiel in der Nahrungskette weiter nach unten. Die sind dann immer noch da, aber die haben plötzlich einen anderen Platz. Und das ist eine Sache, die wir kennen, auch aus der Softwareentwicklung. Wir haben nämlich eigentlich gar keine Wahl, ob wir uns weiterentwickeln. Wir müssen das. Es gibt diesen Evolutionsdruck und der kommt von außen. Der kommt, weil die Konkurrenz ein tolles neues Feature in ihrem Produkt eingebaut hat und irgendwann jemand bei uns im Büro steht und sagt, das brauchen wir auch. Und zwar rapido, ganz schnell. Können unsere Architekturen das leisten? Können die schnell so einen Wandel unterstützen? Gehen die kaputt, wenn wir da jetzt schnell was einbauen? Kriegen wir das überhaupt hin? Dieser Evolutionsdruck existiert. Und wenn es nicht durch Innovationen kommt, also jemand möchte irgendwie ein neues Feature haben oder möchte am Markt irgendwie was Neues platzieren, dann kommt es durch die Abhängigkeiten, die wir haben. Unser Lieblingsframework, da gibt es eine neue Version, die wollen wir haben. Aber es ist halt eben nicht nur damit getan, dass wir jetzt auf eine neue Spring-Version gehen. Wir müssen auch außenrum noch ein bisschen mehr tun. Ja, also wir alle hatten, glaube ich, viel Freude und viel Vergnügen damit, von Java 8 auf Java 11 zu kommen oder darüber hinaus. Das sind so typische Sachen. Ja. Der Druck, der kommt von außen, das suchen wir uns nicht aus. Ja, und dafür gibt es also so einen weiteren Begriff, den ich sehr spannend finde. Software hat die Eigenschaft zu altern. Es gibt Software-Aging als Begriff. Mitte der 90er, David Parnas hat diesen Begriff geprägt. Er hat gesagt, Programme können wie Menschen auch altern. Ja, das ist ganz interessant. Also obwohl wir nie was dran gemacht haben, so dieses Ding zu betreiben, am Leben zu erhalten, das wird immer aufwendiger, immer aufwendiger.
Und wir müssen Maßnahmen ergreifen und uns mal für diesen Zeitpunkt wappnen, an dem das einfach nicht mehr geht, an dem dieses Ding nicht mehr da ist. Ja? Also komisch, von Jahr zu Jahr wird der Betrieb unserer guten alten Java 5 Anwendung immer teurer und aufwendiger. Warum eigentlich? Wir haben ja nie was dran geändert. Ja? Finde den Fehler. Genau das. Drumherum hat sich alles verändert und das sorgt dafür, dass wir eben auch was mit der Software machen. Software-Aging ist so ein Prinzip. Ja, jetzt gibt es Evolutionary Architecture als Ansatz, evolutionäre Architekturen. Also wir wollen eigentlich bei der Architektur dem Rechnung tragen, dass es diesen ständigen Wandel gibt. Wir brauchen Systeme, die sich anpassen an diesen ständigen Wandel, diesem Evolutionsdruck entsprechend begegnen können. Und dieser Begriff Evolutionary Architecture kommt vor allem durch ein Buch von Neil Ford, das sei jedem sehr ans Herz gelegt und empfohlen. Kann man an einem Wochenende lesen, gerade mal so dick. Da werden so die Grundbausteine, Grundprinzipien erläutert. Worum geht es dabei? Architekturen schaffen, die sich anpassen können, die adaptionsfähig sind. Warum machen wir nicht einfach vorneweg diesen großen Plan und folgen dem einfach? Ne? War früher mal so ein Ding, Big Design upfront, und blöderweise muss es eben immer scheitern. Denn ich kann nicht für irgendetwas planen, was ich gar nicht auf dem Schirm habe. Also es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass sie da sind. Die kennen wir, die sogenannten Known Knowns, also unsere Stärken, die kennen wir hoffentlich. Ja? Es gibt auch Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht da sind, dass wir sie nicht haben. Zum Beispiel Skills, die uns fehlen. Ja, darum können wir drumherum planen. Wir können Strategien entwickeln und können sagen, okay, wir haben eine Idee, wie wir dieses Wissen in unsere Teams reinkriegen, oder wir haben Ideen, wie wir um diesen Mangel drumherum planen können. Wir können unsere Architektur so aufstellen, dass sie auch darauf reagieren kann. Aber wir können niemals einen Plan fassen, der Dinge berücksichtigt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir sie einfach gar nicht kennen. Diese Unknown Unknowns sind das eigentliche Problem, warum sowas wie Big Design Upfront immer zwangsläufig scheitern muss. Beispiel, habe ich vor 5 Jahren eine große Anwendung geplant, ein großes Produkt, und hatte nicht auf dem Schirm, dass AI in der Zwischenzeit so ein Riesending wird. Dann war das für mich so ein Unknown Unknown, was mich völlig überrascht hat. Und die Frage ist, ob dann halt eben mein System, mein Plan oder mein Produkt eben immer noch funktioniert. Wenn ich nicht in einer gewissen Blase unterwegs war, dann war das für mich nicht erkennbar, dass das in so kurzer Zeit so einen riesigen Impact haben wird. Das heißt, die Eigenschaft, dass ein System sich anpassen kann an diesen Wandel, die ist für uns sehr viel wichtiger als die Eigenschaft, immer am Plan dran zu bleiben. Wir müssen diesen Plan auch abwandeln können. Diese Evolvierbarkeit, die ist viel wichtiger als die Vorhersagbarkeit. Ja, wie gehen wir damit um? Ein weiteres Prinzip, was dazu passt, ist Power of Small. Damit ist gemeint, dass wir in möglichst kleinen Einheiten planen, denken, implementieren. Kleinen Einheiten ist gemeint, sowas wie kleine Module schaffen, Modulgrenzen klein wählen, kleine Deployment-Einheiten, kognitive Last verringern, damit wir in der Lage sind, kleine Sachen auch schneller anpassen zu können. Was Kleines, Überschaubares kann ich immer leichter auch anpassen oder vielleicht sogar leichter wegschneiden, ohne dass es wehtut. Ein Begriff, der mir sehr gut gefällt, sind die sogenannten Sacrificial Architectures, also Architekturen, bei denen es von vornherein vorgesehen ist, dass wir da einzelne Äste wegschneiden können. Also nicht einfach nur ein Ding ersetzen durch die nächste Version, ja, auf Version 1.0 folgt Version 1.1, sondern wir schneiden das weg und da kommt was anderes dran, was die Aufgabe in Zukunft übernimmt. Das muss eine Architektur aber halt eben auch erstmal leisten oder erstmal können. Und es gelingt natürlich sehr viel einfacher mit kleinen Dingen als mit großen, umfassenden Sachen. Da gibt es ein tolles Zitat von Kent Beck, was da wunderbar passt. Er sagte, "For each desired change, make the change easy, and warning, this may be hard, and then makes the easy change." Das klingt toll, ist natürlich erstmal schwierig umzusetzen. Das bedeutet, wir müssen daran investieren, dass es leicht wird, für uns später Änderungen zu machen. Evolutionäre Architektur bedeutet, wir wissen, wir werden an diesem Ding ständig Änderungen vornehmen und wir müssen was dafür tun, damit diese Änderungen leicht möglich sind. Ja? Da müssen wir also vorplanen dafür. Okay. Was hilft uns dabei? Also wir wollen Architekturen bauen, die sich ständig verändern, die sich ständig anpassen können. Und irgendwie müssen wir ja entscheiden, sind wir noch auf Spur? Dafür eignen sich Architectural Fitness Functions. Ebenfalls aus dem Buch von Neil Ford. Also wer sich dafür interessiert, da unbedingt mal reingucken. Da werden die auch als Konzept vorgestellt. Was ist das? Also der Name deutet es ja schon mal an. Also da steckt Function drin. Das ist also irgendwas, was man implementieren kann, was man ausführen kann. So eine Architectural Fitness Function ist dafür da, dass wir überwachen können, ob die
Eigenschaften unserer Architektur, Achtung, Thema Qualitätsbaum, da kommt er wieder, ja, ob die sich über die Zeit verändern, ob wir noch auf Spur sind oder ob wir irgendwie schwache Signale aufnehmen, dass da irgendwo etwas Aufmerksamkeit braucht, Zuwendung braucht. Diese Fitness-Functions sind typischerweise domänenspezifisch, auch wenn sie sich an die Architektur richten. Es ist also keine Sache, die ich einfach in die Bibliothek gieße, dann über alle Projekte weg verteile und sage, macht das mal bei euch rein. Im Einzelfall kann das funktionieren, aber typischerweise geht es darum, dass wir einzelne Aspekte unserer spezifischen Architektur betrachten wollen, über einen längeren Zeitraum hinweg, damit wir objektive Bewertungskriterien bekommen. Um rauszufinden, sind wir eben noch auf der richtigen Spur oder deutet sich da irgendwas an, was wir uns anschauen müssen. Letztlich können wir damit so ein, ja hier steht Sicherheitsnetz aufspannen. Also nochmal, wir wissen, an der Architektur wird sich viel ändern. Wir wissen heute noch gar nicht, was das alles sein wird. Aber wir wollen rauskriegen, was ist unsere Baseline? Ja, also was ist denn ein gutes Verhalten unserer Architektur, damit wir eben mitbekommen, wenn wir Änderungen einführen, wie die sich auswirken. Ja, das können so ganz greifbare Dinge sein, wie über die Zeit hinweg rauskriegen, wie viel länger oder wie verhält sich das System, wenn wir es halt über mehrere Iterationen hinweg deployen. Also sind die Deployments irgendwie aufwendiger? Steigt da irgendwas an? Gibt es da eine Trendlinie? Das können so Sachen sein wie das Antwortverhalten. Ja? Also ihr werdet genug Ideen haben, was man da messen kann da draus. Wichtig ist, das ist eine Sache, die passiert zum Testen, orthogonal dazu. Wir können Fitness-Functions implementieren, häufig auch mit Testwerkzeugen. Also manchmal ist es von dem, wie wir es umsetzen, gar nicht so weit weg davon. Aber es ist eine Tätigkeit, die orthogonal zum Testen passiert. Es gibt verschiedene Dimensionen, verschiedene Ausprägungen, die so eine Fitness-Function haben kann. Also das kann was Ganzheitliches sein, wo wir uns das ganze System angucken. Das kann was sein, was atomar nur eine einzelne Schnittstelle oder einen einzelnen Aspekt sich anguckt. Das kann was Kontinuierliches sein, was wir in die CI-Pipeline mit einbauen oder irgendwas, was wir zu bestimmten Ereignissen manuell antriggern. Ja, das sind verschiedene Varianten, das umzusetzen. Das Wichtige ist, dass wir dieses Sicherheitsnetz aufspannen, damit wir unsere Evolution der Architektur entsprechend beobachten können und mitbekommen, wenn sich da etwas in eine vielleicht falsche Richtung entwickelt. Ja? Denn es entwickelt sich ja alles ständig weiter, das haben wir jetzt gehört, und das ist halt eben normal, das ist keine Abweichung, das ist kein Systemfehler. Wir müssen diesen Wandel also anerkennen und müssen dafür sorgen, dass unsere Architekturen sich daran anpassen. In kleinen Bausteinen zu denken, das unterstützt diesen Wandel, das ist sehr viel besser als halt in großen Einheiten, die schwieriger zu verstehen, schwieriger anzupassen, schwieriger zu ändern sind. Deswegen brauchen wir Feedbackschleifen, Architectural Fitness Functions helfen dabei, die zu bilden. Und auf sowas wie schwache Signale zu achten, das heißt also Abweichungen von einer Norm, die wir vorher aufgenommen haben oder die wir vielleicht erst für unser Projekt definieren müssen. Okay, damit kommen wir zum fünften Prinzip. Architektur umfasst alles. Das finde ich immer so ganz spannend, dass man das überhaupt erstmal noch sagen muss, aber oftmals findet man in Projekten halt eine andere Denke vor, da hat Architektur einen sehr, sehr begrenzten Geltungsraum. Ja? Also fangen wir mal vorne an. Testbarkeit ist ein Architekturaspekt. Ich muss was dafür tun, damit meine Systeme testbar sind. Es gibt Architekturansätze, die das ein bisschen besser unterstützen als andere. Also alles, was irgendwie in Richtung Hexagonal, Onion, Clean Architecture geht, hat das sehr, sehr stark schon von Anfang an mit berücksichtigt, dass wir zum Beispiel Schnittstellen haben, die wir sehr explizit ausführen, die einen wunderbaren Ansatzpunkt für das Testen bilden. Und das ist natürlich auch was, was wir entsprechend mit unseren Fitness-Functions absichern können. Das ist ein Architekturaspekt, wie gut unser System testbar ist. Das ist keine Eigenschaft, die es irgendwie so nebenbei bekommt, dadurch, dass da besonders gute, fähige Entwickler dran sind. Das hilft natürlich immer. Ja? Aber es ist ein Aspekt, den wir bei der Architekturarbeit berücksichtigen müssen. Und viele andere Sachen sind das halt ebenfalls, auch wenn es oftmals vernachlässigt wird. Die Fähigkeit, etwas zu releasen, die Deploy-Fähigkeit, ja, hängt von solchen Merkmalen wie der Konfigurierbarkeit, der Testbarkeit, eben hatten wir sie, Modularisierung und so weiter ab. Und wenn wir da mal genau hingucken, also diese ganzen Dinge, das sind ja Qualitätsmerkmale. Da ist er wieder, unser Qualitätsbaum. Das sind alles Qualitätseigenschaften unserer Architektur, auch wenn es oftmals anders gehandhabt wird. Also heute reden wir viel von DevOps, ist nicht überall heute Realität. Oftmals haben wir noch sowas wie diesen Handoff zwischen der klassischen Entwicklung. Dann sind wir an einem bestimmten Punkt und jemand anderes soll das Ding betreiben. Und diese Handoffs sind oftmals ein Problem, das sind Fehlerquellen. Ja. Dann wird es so getan, als wenn das nicht mehr unser Problem ist. Ist es aber.
Also ob ein System gut betreibbar ist, gut deploybar ist, das sind Architekturaspekte und die müssen wir genauso bei der Architekturarbeit in unseren Entscheidungen berücksichtigen. Und so können wir jetzt weitermachen mit einer ganzen Menge von weiteren Eigenschaften, die irgendwie im Software-Lebenszyklus vorkommen. Also die Betreibbarkeit bis hin zum Decommissioning, wenn wir das System wieder aus der Systemlandschaft rauslösen, das Ding ein Loch hinterlässt. Ja, das sind alles Eigenschaften, die auf Architekturebene sich niederschlagen. Das sind Architekturaspekte, die Zuwendung verdienen. Oftmals fehlt es daran aber. Lasst euch von dem Prinzip leiten, dass die Architektur alles im gesamten Lebenszyklus eures Produkts, eurer Systeme umfassen muss. Ja, vom Test bis zum Decommissioning ist das alles architekturrelevant und muss betrachtet werden. Und diese Aspekte, die müssen in Einklang mit der Architektur und halt eben auch mit den höheren Zielen, Thema Business-Strategie, gebracht werden. Überall da, wo wir Handoffs haben, wo wir sagen, not my business, jetzt übernimmt das QA-Team oder sowas, das ist eine riesengroße Fehlerquelle. Ich bin immer wieder überrascht, dass man sowas explizit sagen muss, finde aber auch immer wieder erschreckend viele Projekte vor, bei denen das tatsächlich ein Thema ist und nicht, weil die Leute, die da drin arbeiten, irgendwie doof wären oder sowas. Ganz im Gegenteil. Es geht oftmals unter in dem vorherrschenden Mindset oder halt einfach in bestimmten Prozessen, die das gar nicht zulassen, die zu starr sind. Wenn ihr sowas erlebt, legt den Finger in die Wunde und macht das zur Aufgabe der Architektur in euren Systemen. Ja, damit kommen wir zum sechsten Prinzip. Vielleicht das Wichtigste, Teamstrukturen entwickeln, die das Design des Systems berücksichtigen. Da möchte ich euch diesen dynamischen jungen Herrn vorstellen. Der ist Architekt in einem Setting von hier vier Projekten. Aber nur, weil er gerade wenig zu tun hat. Es sind aber nicht mehr Projekte zu machen. Eigenschaft, da 8 bis 12 Projekte gleichzeitig, 8 bis 12 Teams gleichzeitig zu unterstützen. Der trifft die Entscheidungen für alle diese Projekte, für alle diese Teams parallel. Das ist für ihn kein Problem. Seine Woche hat 10 Tage, a 32 Stunden und mehr als 2 Stunden, seien wir ehrlich, Schlaf pro Tag braucht keiner. Auch er nicht. Und deswegen kann er da halt eben wunderbar dran arbeiten. Das heißt also, er ist für ganz viele Teams gleichzeitig zuständig und muss da Architekturentscheidungen treffen. So ist das Setting vorfinden. Kennt jemand so ein Setting, wo so ein super Architekt vorkommt? Wer findet sich selbst in dieser Rolle wieder? Alle gucken betreten auf ihre Schuhspitzen. Okay, also. Ja, genau. Es wird ja irgendwie oftmals als so, muss man ja so machen, ja, weil es gibt ja nicht genug Architekten. Ne? Also wir können ja jetzt nicht in jedem Team irgendwie 5 Architekten reinstecken. Nicht jeder Entwickler ist Architekt. Ja? Wir können nicht jedem Team exklusiv einen eigenen Architekten geben. Also muss es der zentrale Architekt sein oder hey, wir haben ein zentrales Architekturteam. Und die machen auf Board-Ebene, treffen die alle Entscheidungen. Das hat nur einen entscheidenden Nachteil. Das funktioniert nicht. Aber das funktioniert nur leidlich. Denn wenn ich nicht nah genug, wenn ich nicht tief genug in den Projekten verhaftet bin, ist es wahnsinnig schwierig, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, natürlich kann ich Entscheidungen treffen, aber es geht darum, die optimalen Entscheidungen zu treffen. Und was wir eigentlich haben wollen, sind architekturfähige Teams. Ja, die Ausreden, wir können da nicht überall einen Architekten reinstecken, wir können nicht jeden zum Architekten machen, die würde ich nicht gelten lassen. Das ist nicht die einzige Option, die wir haben, aber es wird oftmals so getan. Ich kenne das, ich war oftmals genug in solchen Settings selber verhaftet, ja, oder habe halt eben auch mal ein Architekturteam geleitet, was genau so eine zentrale Rolle hat, weil es organisatorisch nicht anders machbar war. Und sich alle bewusst waren, es ist nicht gut. Okay, gucken wir mal drauf, was kann man denn stattdessen machen? Denn es gibt etablierte Rollenkonzepte, mit denen man arbeiten kann und die halt das fördern, dass wir architekturfähige Teams schaffen, ohne überall halt eben diesen zentralen Architekten zu haben oder halt eben einen dedizierten Architekten als feste Rolle im Team. Das ist ganz wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Architekturarbeit leisten und einer festen Position Architekt oder noch viel schlimmer, oftmals ist ja Architekt sowas wie eine Karrierestufe. Das ist was im Arbeitsvertrag drin steht. Was wir eigentlich wollen, ist, dass Teams in der Lage sind, architekturwirksame Entscheidungen gut zu treffen. Also architekturfähige Teams zu schaffen, ist die eigentliche Aufgabe. Und da haben wir 2 Rollenmodelle, es gibt noch mehr, rausgegriffen. Der Architecture Owner und die Architekturagenten. In keinem von diesen Teams hier gibt es einen dedizierten Architekten. Es geht darum, dass die Teams Architekturverantwortung wahrnehmen sollen, als Team, als Ganzes. Im einen Team, im Team B hier, gibt es einen Architecture Owner. Das ist wiederum eine Rolle. Der Architecture Owner ist dafür zuständig, dass Architekturentscheidungen getroffen werden. Der pflegt die zum Beispiel in einem Backlog.
das jetzt ein getrenntes Backlog ist zum eigentlichen Backlog oder ob man das zusammenfasst, ist Geschmackssache. Das Wichtige ist, der hat ein Auge darauf, dass welche Entscheidungen müssen denn getroffen werden und kann das Team das? Ja, das heißt nicht, dass der die Entscheidungen trifft, das heißt auch nicht, dass der die Verantwortung für die Entscheidung selber hat. Der hat die Verantwortung dafür, dass eine Entscheidung getroffen wird und einen Rahmen herzustellen, dass das passiert. Zum Beispiel, wenn er feststellt, wir haben den Skill dafür nicht bei uns im Team. Dann findet er raus, was können wir tun dafür. Also zum Beispiel den Experten aus einem anderen Team dazu holen. Das ist die andere Rolle, Architekturagenten. Das sind Experten für ein bestimmtes Thema. Das kennt ihr alle aus euren Projekten. Es gibt den Datenbankexperten, den CI-Experten, den UI-Experten. Das sind vielleicht auch ganz implizite Rollen. Also die haben das nicht irgendwie als Schulterklappe. Das steht auch nicht in deren Arbeitsvertrag drin. Aber wir wissen, dass sich halt jemand in diesem Team besonders gut auskennt mit einem bestimmten Thema, mit einer Technologie, mit einer Methodik. Und der Schlüssel liegt darin, dass wir einen Rahmen schaffen, darauf Zugriff zu bekommen. Oftmals kommt man dann ganz schnell an so Grenzen wie, naja, in der Matrix-Organisation ist es gar nicht vorgesehen. Ja, Team A darf gar nicht mit Team B irgendwie, ja, ihr habt gar keinen Zugriff drauf. Daran scheitern wir oftmals in der Praxis. Und dann hört man ganz oft sowas wie, ja, wir können nicht das Unternehmen umbauen wegen euch. Hat niemand gefordert. Es geht darum, dass wir einen Rahmen schaffen, dass zum Beispiel der Architecture-Owner sagen kann, pass auf, wir müssen eine Technologieentscheidung treffen. Welchen Message-Broker setzen wir ein? Kennt von uns sich keiner aus, aber im Team C ist jemand, der sich damit auskennt. Nächste Woche machen wir einen Workshop dazu, kannst du dir 2 Tage dafür Zeit nehmen oder kannst du ein Konzept von uns lesen. Und so etwas zu schaffen, ist nicht einfach, ist kein Selbstläufer, aber sehr viel einfacher, als halt ein Unternehmen gleich wieder auf links zu ziehen und von der Matrix-Organisation abzurücken. Das eine kann man tun, das kriegt man hin, indem man sich an Rollenmodellen orientiert, die das halt eben greifbar machen. Das mittel- und langfristige Ziel ist, dass wir architekturfähige Teams schaffen, also Teams, die aus eigener Kraft in der Lage sind, Architekturentscheidungen zu bearbeiten oder zu treffen, ohne dass sie auf eine zentrale Instanz angewiesen sind, die gar nicht die Zeit hat, sich im Detail damit zu beschäftigen oder gar nicht tief genug im Projekt verhaftet ist. Es geht also sehr viel auch um Kommunikation und was wir oft feststellen ist, dass wir so eine Informationspyramide haben. Also hier unten sind die Teams, die Architekturentscheidungen treffen sollen. Die sind idealerweise architekturfähige Teams, können das also von sich aus tun. Und es gibt es aber da oben drüber, das muss nicht unbedingt eine Hierarchie sein, aber irgendwie halt eben so eine Informationspyramide, die sich also durch einen Informationsfluss von oben nach unten oder von unten nach oben auszeichnen. Da gibt es dann also sowas. Also jetzt hier in Form von verschiedenen Stufen von Boards. Klar, das macht es schwerfällig, aber ich würde gar nicht mehr per se sagen, dass es immer schlecht ist, sowas zu haben. Also je nachdem, wo wir uns bewegen, auch wie groß das Unternehmen ist, brauchen wir sowas vielleicht. Das Wichtige ist nicht, dass wir sowas abschaffen, das Wichtige ist, dass wir dafür sorgen, dass Entscheidungen möglichst nah an den Teams getroffen werden. Und je weiter wir von den konkreten Entscheidungen weg sind, umso weniger konkret sollte entschieden werden. Also da oben auf Enterprise-Ebene sollten halt eben kaum architekturrelevante Entscheidungen getroffen werden, die hier in die Teams reinwirken. Was wir von hier oben brauchen, und das ist wichtig zu haben, ist, dass Regeln, Guidelines, Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Teams ermöglichen, Architekturentscheidungen zu treffen. Also nicht die Entscheidungen vorwegzunehmen, sondern Rahmen zu schaffen, dass dieselbe Architektur fähig werden. Das ist eine Herausforderung, aber da, wo das gelingt, funktioniert es meistens relativ gut. Das bedeutet, hier unten werden die Entscheidungen getroffen, die gehen als Feedback nach oben und sollen die weiteren Rahmenbedingungen, die Guidelines, helfen zu schärfen. Diese Guidelines sind notwendig, die sollen den Rahmen abstecken. Da sind sie wieder unsere Prinzipien beispielsweise. Aber die sollen halt eben nicht die Antworten geben auf die Sachen, die halt hier unten gebraucht werden. Also von hier sollte nicht die Antwort kommen, wie implementiere ich mit einem bestimmten Framework beispielsweise. Ja, das sind Entscheidungen, die in den Teams gebraucht werden. Oft finden wir so ein Muster, wie auf der linken Seite hier vor, dass die Vorgaben, die Guidelines, das Architekturhandbuch oder wie man es auch immer nennt, ja, also irgendetwas, was in unserem Wiki lebt, die Architekturentscheidungen vorwegnimmt, die Architektur ganz stark prägt oder halt eben bestimmt. Und besser ist es, wenn wir sagen, diese Guidelines, die existieren, die brauchen wir, die sollen Leitplanken geben, die sollen uns Orientierung geben, die sollen die Architekturentscheidungen unterstützen. Und die Architekturentscheidungen selber wiederum, die treiben die Entwicklung, die Weiterentwicklung, die Evolution von diesen Rahmenwerken, von diesen Guidelines, die dann wieder in Zukunft dabei helfen sollen, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen. Okay, Teamstrukturen entwickeln, die das Design berücksichtigen.
Wichtig dabei ist, die Entscheidungen, die sollten halt nicht von Personen abhängen, die maximal weit entfernt sind oder schwierig greifbar sind oder gar nicht tief genug in die Projekte involviert sind. Die Entscheidungen müssen nah an den umsetzenden Teams getroffen werden, idealerweise von den Teams selber. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit sie dazu in der Lage sind. Je weiter weg wir von der Umsetzung sind, umso weniger konkret sollte die Entscheidung sein. Okay, damit sind wir schon am Ende. Ich habe euch jetzt 6 Prinzipien vorgestellt von Continuous Architecture und ein paar Praktiken dazu. Das müssen jetzt nicht die Praktiken sein, die ihr auch selber in euren Werkzeugkasten reinpackt. Aber es wirft natürlich eine Frage auf: Nach welchen Prinzipien entwickelt ihr? Vielen Dank. Ich sage noch mal ganz kurz was zu den Büchern. Also hier die beiden, die hatte ich vorhin schon kurz gezeigt. Das untere ist das etwas ältere Buch. Das würde ich auch tatsächlich, wenn euch das Thema interessiert, als erstes empfehlen. Das obere ist etwas kompakter, fasst es ein bisschen stärker zusammen, aber mir hat das untere deutlich besser gefallen. Zum Thema evolutionäre Architekturen und vor allem Fitness Functions, eben genau dieses Buch von Neil Ford. Und wer was auf Deutsch lesen möchte, vor allem das Thema Rollenmodelle, das findet sich wunderbar in diesem Buch von Stefan Todt, Vorgehensmuster für Softwarearchitektur, gibt es schon in der neueren Fassung, als hier abgebildet ist. Und hier ist nochmal der QR-Code, wer den abfotografieren möchte, der führt euch also auf das Miro-Board. Da dürft ihr gerne auch Kommentare hinterlassen. Ansonsten vernetzt euch gerne mit mir, lasst uns in Kontakt bleiben, wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt beim Kaltgetränk oder auch gerne noch in ein paar Wochen über einen der Kanäle hier. Also nochmal, vielen Dank. Tom, vielen Dank. Und er hört natürlich was dazu. Also die lange